Der Begriff Habitus umfasst die Gesamtheit der individuellen Verhaltensmuster. Von der Art zu sprechen, der Gestik über die persönlichen Werte bis hin zum gesamten Lebensstil. Am stärksten wird der Habitusbegriff mit der Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu verknüpft. Bourdieu versteht den Habitus als ein System, welches das gesamte Auftreten, Entscheiden, Denken und Verhalten einer Person strukturiert. Habituelle Unterschiede lassen sich nach Bourdieu nicht nur zwischen sozialen Gruppen innerhalb einer Kultur beobachten, sondern auch zwischen Individuen verschiedener Kulturen. In Bezug auf Kommunikationsprozesse wird beispielsweise deutlich, dass habituelle Verhaltensmuster zu Missverständnissen führen, wenn sich Personen unterschiedlicher Kulturen, Generationen oder Milieus miteinander verständigen. Für einen wertschätzenden und toleranten Umgang mit den anderen ist es deshalb wichtig, eigene und fremde Verhaltensmuster zu reflektieren. So kann interkulturelle Kommunikation gelingen.